willkommen zu einer weiteren Folge von Katholisch in Haltern am See. Mein Name ist Anna Andrik, ich bin die derzeitige FSJlerin der Gemeinden St. Marien und St. Sextus. Hier neben mir sitzt Pastor Martin Elekwatschi. Er unterstützt seit einigen Monaten das Halterner Seelsorgeteam als Vicarius Kooperator. Pastor Elekwatschi, Sie sind ja jetzt nun schon seit circa 5 Monaten hier. Wie gefällt es Ihnen hier? Ja, ich freue mich sehr, in Haltern meine Sabbatjahr verbringen zu dürfen. Es gefällt mir ganz gut. Ich fühle mich schön zu Hause in Haltern. Das ist schön. Gibt es etwas in Haltern, was Sie besonders interessiert? Ja, Haltern ist ein schönes, moderne Stadt mit uralten Traditionen. Die Leute sind nett. Ich fühle mich zu Hause hier. Das ist schön. Was sind die größten Unterschiede zwischen der Kirche in Nigeria und der Kirche in Deutschland? Der Kirche in Nigeria ist noch sehr jung. Sie zählt ca. 120 Jahre. Seither aber sind große Fortschritte gemacht worden. Nicht nur in der Zahl der Gläubigen, sondern auch in Kirchenstrukturen und Diensten. Ein deutliches Zeichen für diesen Fortschritt ist die steigende Zahl der einheimischen geistlichen Männer und Frauen. Das bedeutet, dass ein wachsendes Interesse unter jungen Menschen besteht, ihr Leben in den Dienst der Kirche zu stellen. Und noch, die Kirche in Nigeria ist immer voll und lebendig. Was waren Ihre Aufgaben in Nigeria, bevor Sie nach Deutschland gekommen sind? Hauptberuflich bin ich als Dozent für Kirchenrecht am Regionalpriesterseminar Seat of Wisdom in Owerri tätig. Im Bistum Ahara diente ich zusätzlich zu meiner Aufgabe als Dozent im Priesterseminar als der Bischofsvikar für Priester. Und wie ist die Situation der Katholiken oder generell der Christen in Nigeria? Nigeria ist ein multireligiöses Land mit etwa 49% Christen und 43% Muslimen. Der Rest hängt einheimischen oder traditionellen Religionen an. Leider immer wieder gibt es Konflikte zwischen den Muslimen und Christen im Norden. Und Tausende von Menschen sind dadurch ums Leben gekommen. Religion spielt eine wesentliche Rolle im Leben des Nigerianers. In Nigeria leben viele arme Menschen. Gibt es Hilfsprojekte, die die Halterner Gemeinden unterstützen könnten? Ja, mit über 130 Millionen Einwohnern ist Nigeria das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Leider leben wegen der schlechten Wirtschaftslage des Landes 70% der Menschen unter der Armutsgrenze. Viele Kinder können deshalb nicht zur Schule gehen. Deswegen haben wir ein Projekt zur Unterstützung und Förderung Jugendlicher, das Lehrzeitprojekt oder Open Apprenticeship Programm in der Pfarrei Christkönig. Augenblicklich unterstütze ich aus sehr geringen Mitteln bereits einige junge Menschen. Ich werde mich freuen, wenn die Halterner Gemeinden
das Projekt unterstützen könnten. Dankeschön, Pastor El Quachi. Dankeschön. Und Ihnen, liebe Zuschauer, eine gute Woche.